Weiter geht es bei Yu-Gi-Oh! 5Gs World Championship 2010 Reverse of Arcadia, liebe Freunde. Ja gut, es ist wieder ein wunderbarer Titel hier. Ich möchte hier noch hineingehen, das Gebiet erkunden. Ich habe das Deck natürlich wie versprochen umgebaut. Also auf gut Deutsch, ich habe es komplett ausgekippt und geguckt, was ich da stattdessen reinmachen kann. Das war zum Teil echt eine Katastrophe, was da drin war. So ein Crow Mind. Jetzt müssen wir noch einen zweiten finden. Wo ist denn der? Hä? Da habe ich jetzt wiederum nicht mehr auf dem Schirm. Das ist der Keller. Der zweite wird kommen hier, ist dann wahrscheinlich da drin irgendwo. Könnte denn dann sein? Müsste ja fast hier irgendwo bei Cronenade chillen, oder nicht? Ich wollte auch nicht rausgehen. Lass wieder uns mal in Frieden hier. Nee, da ist keine mehr auf der Ebene, mein Freund. Hast du irgendwie genommen? Nee, eben. Also, hoch jetzt. Klaus Duden. Oh, was ist da passiert? War das hier drinne? Oh, die Musik hier spielt schon wieder sehr bedrohlich. What the fuck, der hier hat offenbar sich nicht an die Duellregeln gehalten. Und hat ihn lieber durch einen Hinterhalt angegriffen, statt ihn irgendwie fair zu besiegen. Das ist ja mal ein Unding hier. Der kriegt jetzt von uns mal richtig schön hier einen vor die Maske gematcht. Da kann er sich aber sicher sein. So, first to go, please. Also, erster für uns. So. Und die Hand sieht doch gleich schon. Die Yu-Gi-Oh! Fans werden jetzt wissen, die sieht gleich wesentlich solider aus. Damit kann man deutlich mehr Sachen anstellen als mit dem, was wir bisher hatten. Problem ist nur, ich habe relativ gute Möglichkeiten, relativ hochrangige Synchros zu holen, aber die habe ich leider nicht. Ohne Scheiß, das ist echt ein kleines Problemchen hier in dem Deck noch, dass ich noch nicht die Synchros habe, um damit gescheit spielen zu können. Naja, das soll es nicht Thema sein. Die kriegen wir sicher noch irgendwie, die Synchros, in 100 Jahren mal. Draw Phase, nein, noch nicht. Das brauchen wir alles noch später. Aber ich werde jetzt auch nicht direkt zur Synchro-Beschwörung schreiten, weil das ist auch ein bisschen unnötig. Nein, lass mich doch in Frieden. Nein, lass mich. Ich will die Karte nicht aktivieren. Und Seelennehmer habe ich natürlich auch wieder reingepackt, weil wir ja doch gesehen haben, wie effektiv das sein kann. Du könntest natürlich seine beiden Zaun Fallenkarten zerstören, aber das wäre dann doch eher eine sinnfreie Aktion. Weil wir somit nichts gewinnen. Großartig. So. Der ist somit 1-8 relativ stark. Unser Monster 1-9. Ich gucke immer das relativ hohe Angriffsmonster drin. Also Monster hat relativ hohen Angriffspunkten, damit wir da ohne Probleme die gegnerischen Walls zerstören können, auch direkt, wenn es mal hart auf hart kommt, immer eine Antwort parat haben. Entweder Effektmonster, so mit im hohen 1000er Bereich mit 1,5, 1,6, 1,7, also mittleren oberen, oder gute Monster mit hohen Angriffspunkten ohne Effekt, also dann ist mir gesagt, egal ob Effekt oder nicht. Jo. Hier habe ich auch das feierliche Urteil reingepackt, falls mal hart auf hart kommt. Weil halt, das kann einem schon mal ein Duell noch retten. Ist zwar eine sauriskante Karte, auch extrem gefährlich. Aber es sollte eigentlich ganz gut gehen. Jetzt hat mir gerade meinen Sound wieder leiser gemacht. Und mich selbst habe ich jetzt auf den Ohren gerade gehört. Das ist nicht so geil. Das finden zwar manche Leute finden das extrem nützlich, aber ich finde das eigentlich eher nervig. Deswegen, nein. Nein, wir machen keine Karte, wir aktivieren immer noch nicht. Es ist halt auch ein heftiger Preis, die Hälfte von Lebenspunkten zu zahlen, um eine Monsterbeschwörung oder einen Effekt zu annullieren. Aber manchmal ist das ein notwendiger Verlust. Das
Jetzt haben wir zum Beispiel den 1.8er hier. Oder mit 1.850 beziehungsweise. Dabei werde ich jetzt einfach mal eine Synchro-Beschwörung schnell machen. Chiron, den Magier, den würde ich hier noch auf dem Feld behalten, falls wir mal was zerstören müssen. Hier können wir jetzt nur unseren XLR-Bottom holen. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Aber ich krieg noch irgendwie 7-sternige Synchros, keine Sorge. Da werde ich mich dran halten, dass ich da welche bekomme. Ja, da bringt was, wenn der Gegner 4 dann mehr Karten auf der Hand oder was, hat der Gegner halt eben nicht. So, aktivieren wir mal noch hier die Kraft, die Magie jetzt auf unseren Schimmerdrachen. Und deshalb kriegt er einen Boost von 2000 Angriffspunkten. Wartet mal. Ne, es reicht ganz knapp, reicht's nicht. Aber wisst ihr was, Leute, machen wir so hier. Der hier kommt weg und dann greifen wir einfach direkt an. Dann verlieren wir zwar 500 Angriffspunkte, aber er ist immer ein Down nach der Runde. So. Wenn er was hat noch, um sich zu schützen, dann wissen wir ja feierliches Urteil. Ja, die Musik werde ich nicht lang brauchen. Die wird jetzt dann schon ausreichen. So, und besiegt. Easy. Wie gesagt, mit einem gescheiten Deck macht es auch gleich viel mehr Spaß. So geht es auch schneller. Das hätte ich schon lange tun sollen, hier das Deck ab neu zu machen. Aber wie gesagt, habe ich eben erst im letzten Part neue Karten bekommen. Und ihr seht ja auch vom Geld her, machen wir nicht gerade so große Fortschritte. Woher habe ich denn jetzt noch 750? Keine Ahnung. Naja, egal. Doesn't matter. Man meint jetzt eben, unser Leader wird ihn aussortieren. Ja, wie gesagt, hat von hinten hat er sich angeschlichen. Und jetzt will er hier ein faires Duell machen. Statt sich um die Mission zu kümmern. Das ist etwas Hitzköpfe von Kellen, aber naja, so kennen wir ihn halt, ne? Hier drin ist tatsächlich nichts. Okay, dann können wir uns immer mit Anführer schnell. No problem. So, hier können wir es auch noch durchsneaken. Ja, 300 DP-Code, das ist ja auch mal cool. Immer noch ein bisschen was rausbekommen. Ah, warte mal eine Sekunde. Bist du nicht vom anderen Team? Hat etwa jeder bis jetzt schon verloren. Jetzt kommt der große Anführer raus und es ist ein Kind. Ja. Das heißt, wir haben das zum Anführer geschafft. Ich werde das Team nicht los. Wie heißt das? I won't let them down. Ich werde das Team nicht enttäuschen. Also komm, let's do it. Ja, okay, ein kleines Safe noch hier an der Stelle, aber... Jo, dann hau rein, Duell. Ja, Spezialregeln gibt es immer gegen Bosse. Und zwar, also gegen jeden Boss gibt es immer Spezialregeln, glaube ich. Also gegen so gut wie jeden. Also auf jeden Fall im Gebietskampf schon auch später gegen die Boss gibt es immer Spezialregeln. Das ist eigentlich relativ cool. Und zwar besagt die Spezialregel in dem Fall, dass zwei Karten pro Zug gezogen werden dürfen, müssen, können, whatever. Ja, das ist natürlich jetzt mal eine Scheißhand hier. Ich habe geguckt, dass ich so 60% Monsters und 40% Zauber- und Fallenkarten reinmache. Ja, er darf eine weitere Karte ziehen, der ist darauf aus, hier viele Karten zu ziehen, kriegt dafür 1000 Lebenspunkte. Das ist natürlich nicht so pralle jetzt. Ich habe aber mal immer ein bisschen vorgesorgt hier mit Zauber- und Fallenkarten, was Mr. Raum Typhoon und so angeht. Ja, perfekt, immer eine Karte. So, Mr. Raum Typhoon. Zerstören wir mal das hier damit. Würde ich sagen, können wir auch direkt in die Offensive übergehen. Indem wir mal die drei Karten spielen. Ruf der Gejagten brauchen wir noch nicht. Hier der Hunter Dragon sollte das Vieh eigentlich wegnocken, hoffe ich. Wenn nicht, dann haben wir halt ein kleines Problemchen. Aber, naja, das war es eher weniger hier. Der tut auch sein Deck relativ viel ausrotten, wie es sieht, weil zwei Karten von der Hand weg. Zwei Karten von der Hand weg, zwei neue ziehen, jetzt wieder zwei neue, also. Oh, er wirft die Karte von der Hand ab und kann dafür ein Monster von mir zerstören. Das ist natürlich gar nicht nice. Hätte ich vielleicht das Ruf der Gejagten lieber mal behalten sollen, aber das kann ja keiner riechen vorher. Und Endphase ist aber schon das Problem, jetzt kann ich halt nur noch eine Karte von zwei zerstören. Jetzt kann auch mal noch der nette... Oh Gott, ihre Zorn, nice. Der nette Nebeneffekt von...
von Staubtanner kommt, nämlich dass eine Karte setzen kann. Die werde ich natürlich auch direkt setzen, dann ganz klar. So, Seelennehmer ist sehr praktisch, aber mein Neomonster werde ich, also mein Neomator, dessen Verteidigungsmonster, den kann man in der ersten Runde spielen, wenn man Erster ist. Beziehungsweise dann hätte ich den auch gespielt, aber so. Greif lieber mit dem 1850er an. Ja, das bringt ihm leider nichts, wenn die Karte während der Endphase offen liegt, dann kann er eine Karte ziehen, weil er wird jetzt zerstört hier einfach. Der Flip-Effekt sollte ihm demnach nichts bringen. Nein. Exzellent. So, jetzt hat er wieder 4 Karten auf der Hand. Ich muss gucken, dass Erblum aufs Feld bekommt, weil der ist gegen Gegner mit relativ viel Karten extrem gut drauf. Der spielt einfach nur ein Monster, das ist okay. Dann kann ich leben. Er hat gar nicht mehr so viele Handkarten, wie es scheint, weil er relativ gut immer durchwechselt. Also macht er nicht schlecht, die Strategie hier. Hier hat unser feierliches Urteil. Unsere Mastercard sozusagen. Ja, die hier kriegt 300 Punkte, wenn sie angreift, aber verliert 500, wenn sie angegriffen wird. Das ist halt so mäßig geil, aber hilft auch mal in Situationen aus. Der X-Level Galahad als eine Kniffling-Situation kann er echt, echt gut reinhauen. So, 2-1. Sing, wenn er direkt angreift, übrigens behält er sein Ernst 8 einfach. So, und hier die mit 1850 direkt. Das ist jetzt sein erster direkter Schaden in dem Bossfight hier. Warum kann ich die Karte nicht annullieren? Aber göttlicher Zorn erst die Runde gespielt. Naja, egal. Nimmt halt jetzt keinen Kampfschaden, darf eine Karte ziehen. Mein Gott, soll er halt, wenn er Spaß dran hat. Das Problem ist, problematisch wird es echt erst, wenn er dann irgendwelche fiesen Karten zieht, die halt mein ganzes Feldmarschall ausrotten. Da könnte ich natürlich jederzeit annullieren, immer oder nicht. Nein, nein, da chain ich jetzt nichts drauf. 5 Karten zurück, 2 ziehen ist halt auch eine Nummer, ne? Dafür, oh, 2 Karten ziehen, dafür die nächsten 2 Draw-Phase auslassen, ist aber in der Situation nicht ganz so klug für ihn, weil er dadurch 2 Karten weniger zieht im Endeffekt. Oh, und da kommt sein Kettensäge-Insekt. Oh, shit. Das ist gar nicht nett. Der kann immer noch mit Schrumpfen das Vieh dann mal eliminieren, ne? Oder machen wir einen kräftigen Schild und tun der nächste Runde das mit Seelennehmer abziehen. Bling. Jetzt kommt hier schon die schöne Musik für uns, weil wir hier gerade extrem klug spielen. Na, extrem kluger, hahaha. So, hier, das Vieh kann ich jetzt mit dem dunklen Kern oder mit dem Blitzanschlag ausrotten. Wisst ihr, war dann tut es einfach mal schnell den dunklen Kern nehmen. Das passt dann schon. Und der wird aus dem Spiel entfernt mit dem dunklen Kern. Sehr nice. Die Karte spielen wir verdeckt in Verteidigungsposition. Die brauchen wir jetzt nicht beschwören. Und dann greifen die beiden ihn mal direkt an. So, diesmal aber keine Karten mehr. Diesmal wird Schaden genommen, mein Freund. Die schöne Musik haben wir ja schon für uns, von daher brauchen wir das nicht mehr. Also die kräftigen Schild ist schon cool, dass man das so früh im Spiel bekommt. Das gefällt mir. So, then. Wenn der hier mir Schaden zufügt, dann muss ich 2 Karten von meinem Deck ziehen. Das ist natürlich nicht nett. Und deswegen, er probiert jetzt auch meinen Galahad hier anzugreifen. Das ist ganz klar. Aber dafür habe ich hier Schrumpfen. Langsam gehen wir die Karten aus. Soll vielleicht den Galahad mal wegsynchronisieren, wenn ich die Gelegenheit mal dazu bekomme. Er verliert zwar 300, aber es reicht immer noch aus, um 900er wegzuhauen. Und die Life-Points zu ihm neigen sich langsam, aber sicher gegen die Null. Das gefällt mir gut, er kann keine weiteren Karten ziehen. Jetzt kriegen wir auch unseren Nebeltal-Soldaten. Und Banner des Mutes, das jedes Monster, wenn wir angreifen. Ja, während jeder Battle-Phase. Ach du Scheiße, ist ja echt geil, Banner des Mutes. Battle-Phase und Angriff. Nehmen wir halt erst einen 2000er, von mir aus. Wahrscheinlich hätte ich jetzt direkt auf 0 setzen können. Nein, nee, hätte ich nicht. Warte mal, stopp, Denkfehler. Oder doch hätte ich. Naja, macht jetzt nichts. Machen wir erst mit 1900 noch. Damit er schön auf 50 Lebenspunkte unten ist. Und dann kommt hier jetzt mit 2000 drüber. Ja, das war ein bisschen natürlich blöd kalkuliert. Hätte ich einen kleinen Bonus an Geld noch bekommen können, aber who cares.
Wir haben hier relativ easy gewonnen, würde ich sagen, souverän, dank des neuen Decks. Ging zwar trotzdem ein bisschen, aber das ist halt Yu-Gi-Oh! Da kannst du nicht in 2 Minuten immer die Duelle beenden. Das geht nicht, das wird es auch in dem LP nicht geben, außer wir ein Schwarzflügel-Deck spielen, weil die sind relativ flott manchmal, wenn man gute Karten zieht. Und somit haben wir gewonnen jetzt, ja. Er denkt einfach, ja, ciao, dann war es das halt jetzt. Und hier kommen unsere Teammates, denke ich mal, alle entgegen, yo. Ja, just skill. Alter, spielt keine Rolle. Und jetzt gehen wir hier einfach mal nach draußen in unser Hauptquartier. Wir haben dieses Area, es fehlen nur noch 2 Stück, glaube ich. Ja, der hat sehr. Sie tun sich hier noch ein bisschen drüber echauffieren, dass der einfach so ihn aus dem Hinterhalt angegriffen hat. Ich glaube, die Texte hier vorzulesen sind, naja, nicht sehr aufschlussreich. Wir sind mit der Eroberung von Satellite schon sehr weit fortgeschritten. Als nächstes kommt das Team. Ich sage jetzt noch nicht den Namen, weil ich ihn auch nicht kenne, aber ich weiß, worum es wohl das Gebiet ist. Aber wir sollen Lucy warnen schon, dass wir hier nicht uns irgendwie so sicher sein sollten. Und dann sucht Kellen jetzt den nächsten Opponent aus und ja, sobald wir rausgehen, wird wahrscheinlich irgendwas passieren, deswegen suche ich mal eine Gelegenheit zum Speichern oder ich nehme einfach ein Safe. In dem Fall nehme ich ein Safe. Ich hoffe, euch hat der Part von Yu-Gi-Oh! 5Ds gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder an derselben Stelle. Bis dann und tschaußen!